Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Finsternis bedeckt die Erde. Ein Radiostück von Jörg Janitz. Nach dem gleichnamigen Roman von Jerzy Andrzejewski. Angekommen. Matteo, ach Matteo, könnte ich für diesen Menschen beten? Ich würde Gott bitten, er möge ihn aus dem Kreis der Lebenden entfernen. Diego. Du hast das nicht gesagt und ich habe das nicht vernommen. Fürchtest du dich? Du? Denkst du denn nicht wie ich? Man darf Gedanken nicht immer sprechen lassen. Ich weiß. Du bist jung und ungestüm. Hättest du es lieber, ich wäre ein Stein? Nein. Aber sogar die Steine haben heutzutage Ohren und Zungen. Gib Acht. Wenn Vater Torquemada es für richtig befunden hat, den königlichen Hof zu verlassen und nach Villarreal zu reisen, so werden hier furchtbare Dinge geschehen. Oh, Matteo,
Schrecklichere als die, die ich mit anschauen musste, werde ich wohl kaum zu sehen bekommen. Täusch dich nicht. Das Schreckliche ist nicht eine Eigenschaft der Ereignisse, sondern das Ergebnis ihrer Aufeinanderfolge. Großer, barmherziger Gott. Meinen Glauben habe ich mir unbefleckt bewahrt. Aber mein Herz, Matteo, mein Herz ist verwundet. Und mein Gewissen getrübt. Auf dem Camadero in Sevilla sah ich hunderte von Menschen auf Scheiterhaufen brennen. Gemeinsam mit den Brüdern sang ich den Hymnus Exsurge Domine et Judica causam tuam und vermochte trotz des gewaltigen Gesanges das Jammern und Schreien der Sterbenden nicht zu überhören. An einem anderen Schweig, Tag... Diego! Die Wunden des Herzens kann man nur in der Stille heilen. Für mich gibt es keine Stille. Du sagst, man dürfe die Gedanken nicht immer sprechen lassen. Was soll das heißen? Traust du mir nicht? Hast du Angst vor mir? Du, mein Freund, mein Lehrer. Bruder Diego, wenn das Gewissen sich gegen anerkanntes Unrecht auflehnt, dann hat man nicht andere Menschen, sondern am meisten sich selbst zu fürchten. Sich selbst. Ja. Weißt du, wohin dich der Protest des Gewissens führen kann? Erschrickst du nicht vor deiner eigenen Auflehnung? Nein! Ich will weder Schreck noch Furcht, überhaupt nichts, was Angst ist. Ich möchte etwas tun! Bete. Die Sonne ging unter. Verkünden vom Turm die Sterndeuter. Doch warum sie unterging, darauf gibt niemand Antwort. Finsternis bedeckt die Erde und das Volk liegt im Schlaf. Doch warum es schläft, darauf gibt niemand Antwort. Und sein Erwachen wird so dumpf sein wie sein Schlaf. Hochwürdige Brüder, hört ihr die Stimme der Heiligen Inquisition? Kleidet 1000 reuige Sünder in San Benitus und treibt sie barfüßig hierher ins Kollegienstift zum sühnenden Auto da Fe. Übergebt der weltlichen Gerechtigkeit 100, 200, wenn es not tut, 300 heimliche, verstockte Ketzer, damit man sie in den Flammen vernichte, so wie man schädliches Unkraut vernichtet oder einen verdorrten Weinstock. Und ihr werdet das Volk, das sich heute in dieser Stadt in seinen Häusern eingeschlossen hat, auf der Straße sehen. Mehr noch, ihr werdet es zu euren Füßen haben. Es gibt auf der Welt keine Macht, kein Übel und keine Tücke, die imstande wären, sich unserer Sache entgegenzustellen. Brüder, lasst uns jedoch wachsam sein und nicht schlafen, da der Feind in unseren Reihen nicht schläft. Viva el nombre de Jesus!
Viva la Virgen Santissima! In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Herr, lass nicht zu, dass der Hass gegen deine Feinde in uns erlahme und erlösche. Amen, Amen, Amen. Habe ich dich im Gebet gestört? Friede sei mit dir, mein Sohn. Du betest doch. Ich wollte beten. Du tust recht daran. Die nächtliche Stunde ist für die Andacht besonders günstig. Mitunter wird in einer Nacht wie in dieser gerade das Gebet und nicht der Schlaf zur wahren Erquickung. Ich hoffte, im Gebet Ruhe zu finden. Doch ich habe sie nicht gefunden. Vielleicht hast du schlecht gesucht? Ich weiß nicht, Vater. Manchmal scheint es mir, als täte mir nicht das Gebet Not, sondern ein lautes Aussprechen all dessen, was mich quält und schmerzt. Hochwürdiger Vater, du bist um so viele Jahre älter als ich. Du musst viel gesehen und erlebt haben. Sag, kann das Schweigen die Seele eines Menschen töten? Ich verstehe dich nicht mehr, Sohn. Nur das hartnäckige Verharren in einer Todsünde kann die Seele des Menschen töten. Und das Schweigen? Ist das Schweigen nicht eine Todsünde? Vater, mich erfasst mitunter die Angst. Die Angst, dass, wenn ich nicht ausspreche, was den Frieden meines Gewissens trübt und mir den Schlaf von den Lidern scheucht, dass dann alles Verschwiegene in mir stirbt. Mein Vater, ich fürchte, ich könnte zu einem Stein werden. Reich mir deine Hand, mein Sohn. Meinst du, Vater, ich hätte Fieber? Nein, ich fiebere nicht, ich bin gesund. Ich sehe, du hast wirklich kein Fieber. Doch du sprichst, Bruder... Man nennt mich Bruder Diego. Doch du sprichst, Bruder Diego, in einer Weise, in der sich gewöhnlich Menschen äußern, die von hohem Fieber verzehrt werden. Oder von einer schweren Sünde gequält, die auf ihrem Gewissen lastet. Warum siehst du mich so an, Vater? Du sagtest selbst, ich hätte kein Fieber. Ich bin bei vollem Bewusstsein. Weißt du, Vater, worum ich beten wollte? Ich wollte beten, großer, barmherziger Gott, der du bist im Himmel, habe Mitleid mit den Vergewaltigern der Gerechtigkeit, vergib den bewussten Lügnern, den verräterischen Anklägern und falschen Richtern, sei gnädig denen, die den Frieden unter den Menschen vernichten, indem sie Furcht, Heuchelei und Hass sehen. Zieh deine strafende Hand von den Häuptern der Henkersknechte zurück. Hab Nachsicht mit den Mördern! So wollte ich beten. Kannst du mir sagen, Bruder Diego, wer die Menschen sind, für die du beten wolltest? Und die du mit einer Schuld beschwerst, die du selbst für so groß erachtest? Vater, dieses Kleid brennt mich. Ich ersticke darin. Bruder Diego. Es brennt mich, weil es durch Menschen geschändet ist, die es tragen. Bruder Diego. Auch ich trage dieses Kleid. Und du erstickst nicht darin? Sag, peinigt dich nie die Scham, dass Menschen in den gleichen Kutten... Schweig! Bist du dir nicht im Klaren darüber, was du sagst? Unglückseliger. Weißt du, wer ich bin? Wer du bist? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich dich seit langem kenne. Frei Diego, ich bin Bruder Tomás Torquemada. Warum spottest du? Willst du meinen Mut erproben? Oh nein, Vater, in mir ist keine Furcht.
stünde an dieser Stelle wirklich Vater Torquemada persönlich, auch dann würde ich keines der Worte widerrufen, die ich ausgesprochen habe. Mein Hass ist stärker als alle Furcht. In mir ist für Furcht kein Platz, Vater. Bruder Diego, komm zur Besinnung. Du stehst vor dem Großinquisitor. Gott! Warum ruft ihr eure Wache nicht herbei, hochwürdiger Herr? Tut, was ihr unter ähnlichen Umständen zu tun pflegt. Mein Sohn, knie neben mir nieder. Sprech mir nach, mein Sohn. Vater unser, der du bist im Himmel. Vater unser, der du bist im Himmel. Geheiliget werde dein Name. Geheiliget werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Dein Wille. Amen. Bruder Diego. Herr. Kehre in deine Zelle zurück, mein Sohn. Bald wird der Morgen grauen. Mir scheint, es erwartet dich kein leichter Tag. Möge er der Letzte sein. Jeder Mensch ist Herr und zugleich Diener seines Schicksals. Geh nun und ruhe in Frieden, bis du von deinen Vorgesetzten neue Aufträge erhältst. Diego! Diego! Woher kommst du? Warst du in der Kirche? Ja. Großer Gott. Hast du ihn gesehen? Wen meinst du? Ich habe den Teufel gesehen. Diego! Diesmal hat er mich besiegt. Ich habe mit ihm gebetet. Diego, kleiner Diego! Ich bin in der Nacht aufgewacht und in deine Zelle gegangen. Sie war leer. Ich wollte ihn töten. Und dann sprach ich ihm das Vaterunser nach. Diego, was hast du getan? Warum gibst du dich freiwillig in die Hand deines Feindes? Ich weiß nicht. Worum geht es hier denn eigentlich? Es gibt ohnehin kein Entkommen. Man kann nur dem Wahnsinn verfallen oder sich freiwillig austilgen. Das ist alles. Noch gibt es einen Gott. Leb wohl, Matteo. Ich bin müde und möchte schlafen. In Frieden ruhen, wie es mir der ehrwürdige Vater empfohlen hat. Diego. Was willst du? Diego. Ich habe dich geliebt um der Schönheit deines Gewissens willen. Geliebt wie niemanden auf der Welt. Warum sagst du, ich habe geliebt? Diego. Was auch immer geschehe, ich flehe dich an. Bewahre dir dein Gewissen. Was heißt das? Was? Gewissen. Sei du selbst. Nur so viel? Das ist alles. Alles? Alles bedeutet immer am allerwenigsten. Ich bin ich selbst, wenn ich das eine tue. Und ich bin ebenso ich selbst, wenn ich das Gegenteil tue. Hat die Angst auch ein Gewissen? Diego. Auch die verfälschte, die unterdrückte Wahrheit hört nicht auf, Wahrheit zu sein. Ach ja? Leb wohl. Diego.
Nein, 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 keine Angst. Vater unser, der du bist. Ich darf mich nicht fürchten. Was geschieht? Was geschehen muss? Im Himmel. Und also auch auf Erden. Nein, 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 nein. Nur das nicht. Mord. Lösch die Flamme. Lösch die Flamme. Lösch die Flamme. Siehst. Ich weiß. Du willst mein Bewusstsein töten. Im Gegenteil. Du willst, dass es dir gehöre. Du willst mir mein Bewusstsein nehmen. Gott lässt die eifernden Seelen seiner besonderen Liebe teilhaftig werden. Nicht oft ist den Menschen der Feuereifer gegeben. Wenn du aber so reich begabt bist, dann musst du dir erst recht darüber Gedanken machen, wem dein Eifer dienen soll. Also gehört der Eifer mir? Dient er dem Königreich Gottes oder dem Königreich des Satans? Ich sehe das Königreich Gottes anders als du, Vater. Du irrst. Nicht einmal mit deinen kühnsten Gedanken bist du imstande, das Königreich Gottes zu erfassen. Du siehst und begreifst es nicht. Hast du je überlegt, ob dein Eifer der Ausdruck des göttlichen Willens ist oder ob er sich gegen Gott richtet? Ob er den Sieg der Wahrheit beschleunigt oder ob er sich gegen die Grundsätze der Wahrheit auflehnt? Ist es unser Eifer, der christliche? Oder ein dem Geiste nach Fremder, ein ketzerischer, ein feindlicher. Bist du ein Christ? Wäre ich kein Christ, so würden mich die Vergehen meiner Brüder nicht so sehr schmerzen. Bist du ein Sohn der Kirche? Vater, könnte sich die Kirche laut und frei durch den Mund der Gerechten äußern, dann zöge über die Welt, über alle christlichen Länder, ein einziger furchtbarer Schrei der Verzweiflung. Nein, was sage ich? Nicht ein Schrei der Verzweiflung, sondern ein Aufschrei des Zorns würde die Erde erschüttern. Oh mein Gott. Was habt ihr aus der Lehre Christi gemacht? Welche Wahrheit kann man denn dort noch finden? Wo das Bekenntnis zu dieser Lehre ein Resultat aus Lüge, Gewalt
und Zwang ist. Christus hat gesagt, die Liebe vermag alles. Sie vermag Berge zu versetzen. Berge, Berge. Du begreifst die Lehre Christi zu oberflächlich. Was weißt du von den Wegen, auf denen man die Menschheit zum Heil führen muss? Kennst du die Formen und die Ausmaße des Bösen? Du ahnst nicht einmal, welche Notwendigkeiten das Regieren begleiten. Und der Mensch, die Natur des Menschen, was weißt du von der? Ich bin ein Mensch. Was für einer? Ein Mensch. Auch Ketzer und Heiden besitzen menschliche Gestalt. Erkennst du an, dass die Lehre, welche die Kirche verkündet, die alleinige Wahrheit ist? Dass es außer ihr und über sie hinaus keine andere Wahrheit gibt? Vater, ich bin kein Abtrünniger. Ist die Wahrheit nicht das Gute? Ja, Vater, sie ist das höchste Gut. Wenn also Wahrheit so viel bedeutet wie das Gute, was ist dann die Entstellung der Wahrheit? Ist sie nicht das Böse? Und soll man das Böse nicht brechen und vernichten? Sollen wir zulassen, dass es an Kraft gewinne? Nein, es genügt nicht, die Wahrheit zu bekennen. Man muss sie vor allen offenen und getarnten Fallstricken des Bösen schützen. Es gilt, die Wahrheit jeden Tag und jede Stunde zu festigen. Aber wenn wir die Wahrheit mit unwürdigen Mitteln verteidigen, Vater, muss es da nicht geschehen, dass sich das Böse mitten im Herzen der Wahrheit einnistet? Was nennst du unwürdige Mittel? Die Anwendung der Macht. Das Schwert der Gerechtigkeit. Bedenke, was würde aus der Wahrheit werden, wenn sie nicht fähig wäre, Macht anzuwenden? Wenn ihr Arm nicht mit Gesetzen bewaffnet wäre und wenn sie nicht auf bedingungslosem Gehorsam bestünde? Nein, nichts weißt du von der Natur des Menschen. Ich weiß, dass die Menschen Qualen erdulden, dass sie weit über das Maß ihrer Schuld und oft auch ohne Schuld leiden. Das weiß ich auch. Du? Die heilige Inquisition steht mit beiden Füßen fest auf der Erde und weiß daher sehr wohl, was hier geschieht. Doch wer wagt zu behaupten, man könnte das Königreich Gottes ohne Leid, ohne Unrecht und ohne Opfer bauen. Der Mensch ist ein gebrechliches, schwaches und nichtiges Wesen. Keinem menschlichen Gefühl kann man voll vertrauen und auf keinen menschlichen Gedanken kann man sich endgültig verlassen. Die besten Gefühle können die Richtung ändern wie der Rauch, den der Wind hin und her weht. Und die Gedanken des Menschen können heute beten und morgen beißen. Vater, ist denn das Böse wirklich so mächtig und allgemein verbreitet? Die Gefährlichkeit des Bösen beruht überhaupt nicht auf seiner Macht. Nein, das Böse ist weder mächtig noch unbesiegbar. Nur, der Mensch ist schwach. Was könnte ein Mensch vollbringen, der auf seine eigenen Kräfte gestellt wäre? Nichts. Das Königreich Gottes ist noch nicht bis zum Bewusstsein der Menschen vorgedrungen. Aber soll das heißen, dass die Menschheit das Heil nie erlangen wird? Nein. Man muss die Menschen gegen ihren Willen erlösen. Man muss viele Jahre hindurch ihr Bewusstsein formen, indem man alles zerstört, was dran vom Übel ist. Menschen muss man lenken und über sie herrschen. Begreifst du das? Regieren. Das ist unsere Aufgabe. Die Menschen leiden. Ich weiß es.
Aber die heilige Inquisition und niemand sonst will sie von ihrem Leiden befreien. Wann? Du fragst wann? Nach 100? Nach 200? Vielleicht nach 1000 Jahren? Geduld muss die Klugheit begleiten. Es wird viel Zeit vergehen, ehe die Menschheit das Licht der ewigen Wahrheit annehmen wird, um auf diese Weise selbst zur Ewigkeit zu werden. Ich liebe die Menschen. Jetzt. Heute. Hüget nun, das ist gut. Aus der Liebe entspringt Mitleid und Mitleid wandelt sich unweigerlich zu Verachtung. Nein. Würdest du die Menschen heute nicht lieben, könntest du sie morgen nicht verachten? Ich will die Menschen nicht verachten. Vermagst du, gebrechliche und hässliche Geschöpfe zu lieben? Wesen, die verseucht sind mit Lastern, treulos und verräterisch? Ich kann sie verstehen. Ich kann ihnen helfen. Dem Guten und nicht dem Bösen gilt es zu helfen. Was soll hier Liebe? Trübt sie nicht das Gleichgewicht der Seele? Verdunkelt sie nicht die Klarheit der Erkenntnis? Und flüstert sie nicht dort Vergebung ein, wo unnachsichtige Strenge Not tut? Es ist unvermeidlich, dass der Liebe ihr Schatten folgt, die Schwäche. Aber Liebe ist Kraft. Liebe ist Schwäche! Im Wesen der kämpfenden Wahrheit ist kein Platz für Liebe. Entscheidest du dich für die Wahrheit, dann kannst du weder Liebe noch Mitleid für das empfinden, was sich der Wahrheit entgegenstellt. Angesichts der Wahrheit gibt es keine unverdächtigen Menschen. Alle sind verdächtig. Jeder Mensch kann eine Brutstätte des Bösen sein. Um das nicht rechtzeitig ertappte Böse dringt tiefer ein, zerfrisst die Seele einen Schritt weiter und die Grenze ist erreicht, hinter welcher der irrende Mensch schon zum gefährlichen Feind, zum Träger verbrecherischer, ketzerischer Anschauungen wird. Jede Sünde ist an ihrer Wurzel eine Sünde wider die Wahrheit. Und was vermag die Liebe angesichts eines solchen Übermaßes an Verseuchung? Was vermag eine Seele, die erfüllt ist von Liebe, aber zugleich betäubt von Schmerz über so viel Leiden und zermürbt von Mitleid? Und was vermag die Verachtung? Die Verachtung der Schwäche und Sünde ermöglicht das Richten und Urteilen. Sie allein lehrt, wie man die Schwäche überwindet und die Vergehen bestraft. Wollt ihr also die Liebe aus der Welt vertreiben? Oh Gott! Ihr habt den Menschen schon alles genommen. Die Würde, den Mut, die Reinheit des Gefühls, die Freiheit. Warum sagst du ihr? Du willst doch dasselbe, was wir wollen. Nur hast du uns in dir noch nicht gefunden. Vater, weshalb sagst du mir das alles? Bin ich nicht schon gerichtet? Ja, wahrhaftig. Das Urteil über dich ist gefallen. Du selbst hast es gefällt. Ich? Bist du nicht tapfer und voll des Eifers? Ich? Du! Und darum gehörst du zu uns. Sag nichts, später wirst du reden. Niemals verzichten wir auf das, was unser ist. Meinst du, ich wüsste nicht, wie man sich um die heiligen Tribunale drängt und was für kleine, erbärmliche Geschöpfe in sie eindringen? Rachsüchtige Zwerge, Feiglinge und solche, an denen die Geldgier nagt? Du weißt davon? Und billigst es? Leider müssen wir uns ihre Dienste einstweilen nutzbar machen.
Mehr noch, wir müssen ihre Minderwertigkeit tolerieren, solange sie unseren Zielen dienen. Und glaubst du vielleicht, ich sehe nicht, dass es nicht so sehr das wahre Verständnis für unser Werk und unsere Ziele ist, was die erlauchten allerhöchsten Personen des Königreichs so überaus wohlwollend für die heilige Inquisition stimmt, sondern vielmehr das Schöpfen materieller Gewinne, die sie zur Festigung der weltlichen Macht benötigen? Ja, wir geben ihnen tatsächlich ungeheure Güter und viel Geld, aber obschon die Macht der weltlichen Obrigkeit wächst und weiterhin wachsen wird, die unsere überragt sie. Und wenn sie dereinst den menschlichen Geist völlig beherrschen wird, dann wird niemand und keine Macht imstande sein, ihr entgegenzutreten. Wir müssen die unbedingt notwendigen, ja, die einzigen sein. Verstehst du? Damit wir dies werden, müssen in unseren Reihen Menschen das Heft in Händen halten, die hart sind wie Stahl, glutvoll und wachsam, mutig und schrankenlos ergeben. Du wirst einer von ihnen sein. Du wirst uns nicht enttäuschen, ich weiß es. Deshalb bin ich zu dir gekommen wie zu mir selbst. Du zählst zu den seltenen Menschen, die mit dem Streben nach Wahrheit geboren werden. Das Verlangen nach ihr lebt in dir wie dein Blut, dein Atem, wie der Schlag deines Herzens. Du täuschst dich, du irrst, aber du trägst das Bedürfnis nach Wahrheit in dir. Wie könntest du ihr entfliehen? Willst du in den Abgrund springen? Die Wahrheit, von der du sprichst, gleicht auch einem Abgrund. Vater, warum ist das so? Vater! Du kannst viele verwickelte Dinge in der Welt noch nicht begreifen. Doch eines solltest du wissen. Wer dem Glauben dienen will, muss sich den Grundsätzen unterordnen, zu denen der Glaube verpflichtet. Ohne Zögern, ohne Fragen, ohne Zweifel. Ohne den Schatten eines Nebengedankens und mit uneingeschränktem Vertrauen zur Obrigkeit. Auch ohne zu verstehen? Wenn die Wahrheit deine Gedanken, Wünsche und Taten so ganz erfüllt haben wird, dass du und die Wahrheit eins sind, dann wirst du vieles verstehen. Es sollte nicht so sein, dass die Menschen sich fürchten müssen. Im Gegenteil. Der Mensch ist armselig. Seine Angst ist nicht nur nützlich, sondern dringend notwendig. Wenn wir das Böse brandmachen wollen, dann müssen wir es fortgesetzt aufdecken und entblößen, damit es durch seine sichtbar gemachte Abscheulichkeit Ekel und vor allem Furcht erwecke. Das ist die Wahrheit der Macht. Sollte es eines Tages an Schuldigen mangeln, müssten wir sie schaffen, weil wir sie brauchen, um das Verbrechen unaufhörlich zu jeder Stunde öffentlich anzuprangern und zu bestrafen. Solange die Wahrheit nicht endgültig den Sieg davongetragen hat und triumphiert, kann sie nicht ohne ihr Gegenteil, die Lüge, existieren. Die Notwendigkeit unserer Macht liegt vor allem darin, dass die Angst jeden, mit Ausnahme einer Handvoll Menschen, die aus freiem Willen gehorchen, ergreifen und zu einem Zustand werden soll, der alle Lebensgebiete erfüllt, in die geheimsten Fugen des Daseins eindringt, sodass sich kein Mensch mehr ein Leben ohne Angst vorzustellen vermag. Die Ehefrau soll dem Gatten misstrauen, die Eltern sollen sich vor ihren Kindern fürchten, die Brautleute voreinander, die Vorgesetzten vor den Untergebenen
und alle vor der allwissenden, allgegenwärtigen, strafenden Gerechtigkeit der Heiligen Inquisition. Wir müssen viele Rechte und viele Schreckmittel haben. Verstehst du mich? Vater, ist das Königreich der Angst, nicht das Königreich des Satans? Ich bringe dir eine große Neuigkeit. Ich glaube, mein Sohn, du ahnst nicht einmal, welch ein großes Glück dir widerfährt. Vater? Der ehrwürdige Vater Großinquisitor hat mich als deinen Vorgesetzten beauftragt, dir auszurichten, mein Sohn, dass du zu seinem persönlichen Sekretär ernannt worden bist. Vater. Eine große Zukunft erwartet dich, mein Sohn. Oh Gott, was für ein erbärmliches Geschöpf ist doch der Mensch. Gibst du dich freiwillig in die Hand deines Feindes? Schweig, du bist nicht da. Schweig, du bist nicht da. Diego. Was auch immer geschehe, ich flehe dich an. Bewahre dir dein Gewissen. Du lügst, du bist nicht da. Du lügst, du bist nicht da. Ja, Diego. Warum schlaft ihr nicht, Herr? Der Morgen wird bald grauen. Es genügt, dass ich wache. Du wirst einer von ihnen sein. Du wirst uns nicht enttäuschen, ich weiß es. Du bist nicht da. Du bist nicht da. Ich habe dich geliebt um der Schönheit deines Gewissens willen. Geliebt wie niemanden auf der Welt. Wieder bist du da. Dich gibt es jedoch nicht. Würdest du die Menschen heute nicht lieben, könntest du sie morgen nicht verachten. Mein Vater? Was willst du, mein Sohn? Siehst du nicht, dass ich arbeite? Vater. Mein Sohn. Was ist geschehen? Vater, verzeih, dass ich mich erdreiste, ungerufen zu kommen. Aber was ich dir gestehen will, muss ich sofort tun. Beruhige dich vor allem, mein Sohn. Ich bin ruhig, Vater. Ich bin es insoweit, als ein Mensch Ruhe bewahren kann, der nur einen Schritt davon entfernt war, einen unwiderruflichen Fehler zu begehen. Doch mir sind rechtzeitig die Augen aufgegangen, Vater, und ich bitte dich um deinen Beistand. Schwere Schuld lastet auf mir. Weil mich Skrupel quälen, die ihren Ursprung in meiner Schwäche und in meinem noch nicht genügend gefestigten Urteilsvermögen haben, wollte ich vor dir gewisse Gedanken verheimlichen, mein Vater. Was kann ich dir darauf erwidern, mein Sohn? Das Bewusstsein der eigenen Fehler ist der unerlässliche Schritt zu ihrer Überwindung. Das weiß ich, Vater. Aber es kann sich auch so fügen, dass ein Mensch mit seinen frevlerischen Gedanken nicht allein war, sondern sie mit einem anderen Menschen teilte. Das Böse, mein Sohn, erträgt das Alleinsein allzeit ungleich schwerer als das Gute. Lebt dieser Mensch noch? Ja, Vater.
Er denkt an mich und übersandte mir Grüße. Wo lebt dieser Mensch? In Villarreal, im Kloster San Domingo. Wie heißt dieser Mensch? Frei Matteo Dara. Glaubst du, er könnte einen Schatten auf deinen guten Ruf und deine Frömmigkeit werfen, wenn er deiner ansichtig würde? Das weiß ich nicht, Vater. Dieser Mensch ist in sich verschlossen und demütig. Obwohl er nicht in allen Dingen so denkt, wie es die Kirche gebietet. Mithin ein Heuchler. Er hat mich nie zu etwas Bösem verleitet, Vater. Wenn ich vor dir dieses Geständnis ablege, so geschieht es, weil ich mir über eines im Klaren bin. In deine unmittelbare Nähe gestellt und in hohem Maß mit deinem Vertrauen beschenkt, darf ich kein Mittel außer Acht lassen, welches verhindert, dass auf meine Person auch nur der Schatten einer schädlichen und für mich abträglichen Nachrede fällt. Gehörte ich nur mir selbst, mein Vater, ich wäre um meinen Ruf nicht so besorgt. Wir dienen alle einer Sache, mein Sohn, deren Größe jeden von uns überragt. Darum knie ich vor dir, Vater. Ich habe dir alles bekannt. Erst vor einer Weile wurde mir bewusst, dass meine Gedanken, die immer Gefahr laufen, zu erlahmen und der Verderbnis anheimzufallen, nicht mir allein gehören dürfen. Ich habe begriffen, dass ich nur durch das Bekennen meiner Fehler und die Bitte um den Beistand meiner Vorgesetzten mich und meinen Glauben vor allen Gefahren bewahren kann. Nimm Feder und Pergament. Ja, Vater. Bist du bereit? Ja, Vater. Schreib also. An die hochwürdigen Väter Inquisitoren des Erzbistums Toledo in Villarreal. Hast du geschrieben? Ja, Vater. Wir Frei Tomás Torquemada Dominicana, Prior des Klosters Santa Cruz zu Segovia, Beichtvater des Königs und der Königin, Großinquisitor der Königreiche Kastilien und Aragonien, tragen euch Kraft unseres Amtes auf, den wegen schweren Frevels gegen den Glauben angeklagten Frei Matteo Dara Dominicana. Frei Matteo Dara Dominicana sofort in das Gefängnis der Heiligen Inquisition zu schaffen, ihn dort selbst abgesondert zu halten und so lange einem strengen Verhör zu unterwerfen. Und so lange einem strengen Verhör zu unterwerfen, bis er seine ketzerischen Anschauungen enthüllt oder bei hartnäckigem Verharren in der Lüge für ewige Zeiten aus der Gemeinschaft der Gläubigen der katholischen Kirche ausgestoßen wird. Bist du fertig? Ja, Vater. Reich mir die Feder. Viele Monate habe ich auf diesen Augenblick gewartet, mein Sohn. Ja, Vater? Ich wusste, dass früher oder später der Tag kommen müsse, an dem du, frei von allen Bedenken, Vorbehalten und Zweifeln, deine wahre Natur finden wirst. Und siehe, heute ist dieser Tag gekommen. Gott sei dafür bedankt, mein allergeliebtester Sohn. Bye-bye.
Guababa. Großer und allgemeiner Liebe du dich beim Volk erfreust. Ja, mein Sohn. Ein schöner Anblick. Die Sonne ging unter, verkünden vom Turm die Sterndeuter. Doch warum sie unterging, darauf gibt niemand Antwort. Finsternis bedeckt die Erde und das Volk liegt im Schlaf. Doch warum es schläft, darauf gibt niemand Antwort. Sei auch wach. Wird so dumpf sein wie sein Schlaf. Und wenn das alles Irrtum ist? Hast du mich gerufen, Vater? Nein, mein Sohn. Schlaf ruhig. Ich heiße Lorenzo Perez, Handwerker aus Bojillos. Von der frühesten Kindheit an habe ich in meinem Leben viel Kummer und Unglück erfahren und viel Verzweiflung. In einem solchen Augenblick der Verzweiflung habe ich den Teufel zu Hilfe gerufen. Er sollte mir aus meinem Unglück heraushelfen. Meine Seele habe ich ihm dafür angeboten. Ich habe ihn ein paar Mal gerufen, aber er ist nicht erschienen. So bin ich zu einem alten Mann gegangen, einem Zauberer, so hat man gesagt. Der nun hat mich zu einem alten Weib gebracht. Von der hat man gesagt, dass sie sich in hellen Mondnächten in einen schwarzen Ziegenbock verwandelt. Und in dieser Gestalt in schamloser Weise junge Burschen anlockt. Die entblößen sich in ebensolcher schamloser Weise, verwandeln sich mit ihrer Hilfe auch in schwarze Ziegböcke. Sie reiben sich den Körper mit dem Saft von Kröten und Raben ein und feiern einen lästerlichen Gottesdienst, eine schwarze Messe. Zu diesem Weib bin ich gegangen. Ihr Rat war, an drei aufeinanderfolgenden Tagen hinter das Dorf auf die Anhöhe San Esteban zu gehen und Luzifer mit den Worten Engel des Lichts anzurufen und die heilige Dreifaltigkeit zu lästern. Ich tue das alles, aber es geschieht nichts. Darauf kommt der Rat, meinen Rosenkranz und mein geweihtes Medaillon fortzuwerfen. Auch das tue ich, aber es geschieht wieder nichts. Als ich das alles nun getan hatte, habe ich angefangen zu überlegen. Eine schönere Gelegenheit zum Siege gibt es doch für Teufel nicht.
wenn es wahr ist, dass es sie gibt und dass sie um die menschliche Seele kämpfen. Das hat man so gesagt und das habe ich so gelernt. Bin ich doch fest entschlossen gewesen, meine Seele Luzifer zu verkaufen. Der Angeklagte möge dem Heiligen Tribunal offen seine Sünden schildern und nichts verheimlichen. Kennt der Angeklagte den Akt der Anklage? Ja, Euer Liebling. Bekennt sich der Angeklagte schuldig? Ich bekenne, Euer Liebling, dass ich den Teufel rief, der nicht erschien. Ich frage nicht, wen der Angeklagte rief, sondern ob sich der Angeklagte schuldig bekennt. Nein, Euer Liebling. Hält sich der Angeklagte für einen Christen? Ja. Kennt der Angeklagte die Wahrheiten, welche die Kirche den Gläubigen zum Glauben darreicht? Euer Liebling, wenn es den Teufel gibt, warum hat er dann meine Seele nicht angenommen, die ich ihm doch freiwillig opfern wollte? Ich frage, ob der Angeklagte die Wahrheiten kennt, welche die Kirche den Gläubigen zum Glauben darreicht. Ich bin ein einfacher Mensch, Euer Liebling. Der Angeklagte sagte aus, er glaube nicht an die Existenz des Satans und der Teufel. Hält der Angeklagte diese Aussage aufrecht? Euer Liebling, ich schwöre, dass der Teufel wirklich nicht erschienen ist, um meine Seele zu holen. Mithin hält der Angeklagte seine Aussage aufrecht? Ja, Euer Liebling. Der Angeklagte sagte vor einer Weile, er sei ein einfacher Mensch. Das bin ich, Euer Liebling. Stützt der Angeklagte seine Behauptung, dass es keinen Satan gebe, also nicht auf Studien? Nein, Euer Liebling. Worauf stützt der Angeklagte seine Behauptung dann? Euer Liebling, ich schwöre, dass alles, was ich gesagt habe, die Wahrheit ist. Ich habe nichts verheimlicht. Der Angeklagte wolle Acht geben. Ich frage, worauf der Angeklagte seine Behauptung stützt, dass der Satan nicht existiere und dass die höllischen Wesen keinen verderblichen Einfluss auf die Menschenseelen hätten. Der Angeklagte beruft sich auf seine Erfahrung. Sollte also der gesunde Menschenverstand dem Angeklagten die Überzeugung diktiert haben, dass der Teufel nicht existiere? So ist es, Euer Liebling. Das Heilige Tribunal glaubt in Übereinstimmung mit der Lehre der Kirche an die Existenz des Satans und an seinen verderblichen Einfluss auf die Menschenseelen. Meint der Angeklagte, das Heilige Tribunal sei des gesunden Menschenverstandes beraubt? Warum antwortet der Angeklagte nicht? Ich weiß es nicht, Euer Liebling. Das übersteigt meinen Verstand. Ich weiß nur, dass ich den Teufel rief, weil ich ihm meine Seele verkaufen wollte. Und dass der Teufel nicht erschienen ist. Also gibt es ihn wohl nicht. Gibt es nach Ansicht des Angeklagten das Böse auf der Welt? Euer Liebling, nur Böses habe ich erfahren, nichts anderes. Wenn also der Satan nicht existiert, wäre es dann nach Ansicht des Angeklagten der Urheber des Bösen auf Erden? Glaubt der Angeklagte an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Wie sollte ich nicht glauben, Euer Liebling? Folglich hat nach Ansicht des Angeklagten der allmächtige Gott das Böse auf Erden geschaffen. Das habe ich nicht gesagt, Euer Liebling. Ich schwöre es.
Gibt es also den Satan oder gibt es ihn nicht? Euer Liebsten, Gott hat das Böse nicht geschaffen. Das heilige Tribunal schenkt dem Angeklagten Glauben, dass er in aller Aufrichtigkeit den frevelhaften Gedanken von sich weiß, das könne Gott, der Urheber des Bösen auf Erden, sein. Ich danke, euer Liebsten. Wessen Untertan ist der Angeklagte? Ihrer königlichen katholischen Majestäten des Königs Ferdinand, der Königin Isabella? Ja, euer Liebsten. Wer bestimmt im katholischen Königreich das Recht? Die königliche Majestät? Ja, euer Liebsten. Und wer noch? Die katholische Kirche? Ja, euer Liebsten. Das heilige Tribunal stellt fest, im Lichte seiner bisherigen Aussagen hat sich der Angeklagte offenkundig zur Rebellion gegen die höchsten weltlichen und geistlichen Mächte bekannt. Euer Liebten, ich ein Rebell? Ich bin kein Rebell. Nach Ansicht des Angeklagten ist nicht der Satan der Urheber des Bösen, da er nach seiner Überzeugung nicht existiert. Dem allmächtigen Gott gibt der Angeklagte ebenfalls nicht die Schuld am Bösen auf Erden. Wer kann nach dem Dafürhalten des Angeklagten der Stifter des Bösen dann sein, wenn nicht diejenigen, die das Recht bestimmen? Das heilige Tribunal stellt fest, dass der Angeklagte Perez, welcher der schweren Sünde der Ketzerei sowie des Abfalls von den Grundsätzen des Glaubens beschuldigt ist, im Laufe der Untersuchung besonders aufrührerische Gedanken enthüllt hat, indem er behauptet, für das Böse auf Erden trügen allein und ausschließlich die weltlichen und geistlichen Mächte die Verantwortung. Euer Liebster, ich schwöre, nie so gedacht zu haben. Dann also lügt das heilige Tribunal. Euer Liebling, ich gestehe ein. Was gesteht der Angeklagte ein? Ich habe geirrt, euer Liebling. Ich ließ mich von meiner Dummheit und Unwissenheit irreleiten. Aber ich schwöre, ich bin kein Rebell. Bin nie einer gewesen. Ich glaube, dass es den Satan gibt. Er ist der Urheber alles Bösen. Das heilige Tribunal kann dem Angeklagten keinen Glauben schenken, da diese Aussage weniger von aufrichtiger Reue hervorgerufen wurde, als von dem Bewusstwerden der Strafe, die ihn erwartet. Eines kann den Angeklagten retten: das volle Geständnis der Wahrheit vor dem heiligen Tribunal. Großer Gott! Ich sage doch die Wahrheit. Möge der Angeklagte aufhören, sich zu fürchten. Das heilige Tribunal ist dazu da, um die Irrenden auf den rechten Weg zurückzuführen. Leider vermag das heilige Tribunal den Angeklagten nicht zu retten, wenn er sich nicht selbst retten will. So wolle denn der Angeklagte die volle Wahrheit gestehen. Ich will es tun, euer Liebsten. Die Gnade des barmherzigen Gottes ist unbegrenzt. Möge der Angeklagte dem heiligen Tribunal die Vor- und Zunamen derjenigen Menschen nennen, mit denen er sich gegen ihre königliche Majestät sowie gegen die Kirche verschworen hat. Gott! Ich erinnere den Angeklagten daran, dass die Anrufung des göttlichen Namens nicht dem Bekenntnis gleichkommt, auf welches das heilige Tribunal ungeduldig wartet. Euer Liebten, hochwürdige Väter, ich habe
nie einer Verschwörung angehört. Möge der Angeklagte sein Gedächtnis zu Rate ziehen. Ich schwöre, ich habe nie Geheimbündelei getrieben. Ich bin ein einfacher Mensch. Was wollt ihr von mir? Die Wahrheit. Der Satan ist der Urheber des Bösen. Das heilige Tribunal, welches sich allein von der Sorge um die Seele des Angeklagten leiten lässt, wird dem Angeklagten gern Glauben schenken. Ich danke, euer Lieb. Zuvor muss der Angeklagte seine Aussage allerdings beweisen. Ich verstehe nicht, euer Liebchen. Der Angeklagte behauptet, er habe weder rebellische Gedanken genährt, noch einer Verschwörung gegen die weltlichen und geistlichen Obrigkeiten angehört. Welche Beweise kann der Angeklagte dafür geben? Ich bin unschuldig, euer Lieben. Da möge der Angeklagte für seine Unschuld Beweise erbringen. Euer Liebten, ich schwöre, in meinem ganzen Leben habe ich nicht einen Augenblick lang irgendeinen rebellischen Gedanken gehegt. Möge also der Angeklagte in der Besorgnis um die Rettung seiner Seele dem heiligen Tribunal beweisen, dass er wirklich niemals einen verschwörerischen Gedanken genährt und keinem Geheimbund angehört habe. Ich schwöre bei den Leiden unseres Herrn Jesus Christus, dass ich unschuldig bin. Ist das der einzige Beweis der Unschuld, den der Angeklagte geben will? Was vermag ich mehr, euer Liebsten? Auf diese Frage muss der Angeklagte selbst antworten. Das heilige Tribunal stellt mit Bedauern fest, trotz wiederholter Aufforderung weigert sich der Angeklagte hartnäckig zu beweisen, dass er in Bezug auf die weltliche und geistliche Obrigkeit keine rebellischen Gedanken gehegt und keiner Verschwörung angehört habe, deren Ziel es war, die herrschende Ordnung im Königreich mit Gewalt umzustoßen. Also bezeugt der Angeklagte in höchst offensichtlicher Weise seine Vergehen. Es ist eine allgemein bekannte Tatsache, dass jedes von der königlichen Majestät geschaffene Gesetz das zeitliche Wohl sämtlicher Untertanen zum Ziel hat, wogegen der heiligen Kirche durch unseren Herrn Jesus Christus die Sorge um das Heil der Menschenseelen aufgetragen worden ist. Der Angeklagte versucht mit besonders beharrlicher Tücke, die irdische und die überirdische Ordnung zu stören, indem er beide Instanzen beschuldigt, die Urheber des Bösen auf Erden zu sein. Dennoch gibt das heilige Tribunal die Sorge um die Seele des Angeklagten nicht auf. Das heilige Tribunal glaubt dem Angeklagten, dass ihn das Gedächtnis in diesem Augenblick im Stich lässt. Es möchte dem Angeklagten helfen und ihm eine gewisse Zeit zum Nachdenken lassen. Die Sonne ging unter. Könnten vom Turm die Sterne dort. Doch. Warum sie unterging, darauf ging niemand Antwort. Finsternis bedeckt die Erde.
und das Volk liegt im Schlaf. Doch. Warum schläft darauf? Gibt niemand Antwort. Das Heilige Tribunal fährt in dem Ermittlungsverfahren gegen Lorenzo Perez fort. Will der Angeklagte seine bisherigen Aussagen ergänzen? Ja, euer Liebling. Das Heilige Tribunal schenkt dem Angeklagten Gehör. Euer Liebling, hochwürdiger Väter, ich danke euch, dass ihr mir noch diese einzige und letzte Gelegenheit gebt, um meine schweren Vergehen auszulöschen und die ganze Ungeheuerlichkeit im vollen Licht offenbar werden zu lassen. Ich habe die Grundsätze des Glaubens untergraben und strafte die Wahrheit Lügen. Doch jetzt ist mir die unersättliche Gefräßigkeit des Bösen bewusst geworden. Als Folge des Bündnisses mit den teuflischen Mächten erfasste mich vollends die Lust, Böses zu tun. So musste es geschehen, dass ich elender Wurm in meinem wachsenden Hass gegen das Gute und in Missachtung dessen, was ich der königlichen Majestät und der Kirche zu verdanken habe, auf den Weg offenen Aufruhrs gegen die höchsten Obrigkeiten des Königreichs geriet. Ein Frevler, der ohne jede Ehre und jeden Glauben die lästerliche Hand gegen seinen Vater und seine Mutter erhebt. Mit derartigen Verbrechen belastet, verdiene ich keinen Erbarmen, hochwürdige Väter. Wenn ich euch um etwas anzuflehen wage, so nur um eine möglichst harte Strafe, die mir selbst helfen möge, mich von meinen Sünden zu reinigen und die für alle Lebenden eine gerechte Genugtuung für das von mir angerichtete Übel sein soll. Kann der Angeklagte die Namen der Personen nennen, die er in die Verschwörung hineingezogen hat? Jawohl, euer Liebling. Ich bin bereit, die Namen aller Menschen zu nennen, die sich von mir aufgewiegelt an dem verbrecherischen Unternehmen beteiligten. Denn nur auf diese Weise kann ich ihre Seelen vor der ewigen Verdammnis retten. Das Heilige Tribunal hört den Angeklagten an. Und wenn das alles Irrtum ist? Irrtum? Irrtum? Irrtum, Gott.
den Dienst. Lösche die Flamme. Lösche die Flamme. Lösche die Flamme. Lösche die Flamme. Vater, was ist mit dir? Vater. Wenn das alles Irrtum ist. Irrtum? Du bist krank. Sehr krank. Du fieberst. Versuch zu schlafen. Bei Tagesanbruch werden wir in Avila sein. Bei Tagesanbruch? Bald wird es grauen. Grauen. Mir ist kalt, reich mir die Hand. Vater. Diego? Bist du's? Ja, Vater. Mein Sohn, ich muss mich beeilen und habe dir unermesslich wichtige Dinge zu sagen. Einige wird man aufschreiben müssen, um sie der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Wo bist du? Hier, Vater. Du darfst nicht so viel sprechen. Ich muss jetzt sprechen. Es gilt ohne Aufschub, viele Dinge in unserem Königreich zu ändern. Eigentlich alles. Auf dich wartet eine ungeheure Arbeit und es erfasst mich gerade so ein Schrecken bei dem Gedanken, dass du diese beinahe übermenschlichen Aufgaben nicht bewältigen könntest. Doch wer wäre ihnen gewachsen, wenn nicht du? Zudem habe ich die Hoffnung, dass sich noch Menschen finden werden, die von der Angst und der Lüge nicht völlig zernagt sind und auch nicht verseucht von Hochmut und Hass. Solche Menschen wirst du um dich sammeln und mit ihrer Hilfe und Unterstützung alles zerstören, was jetzt ist. Ja, alles, was jetzt ist, eignet sich nur dazu, dass man es niederreißt und fortfegt. Alles ist über die Maßen schlecht, vergiftet und zwergenhaft verkrüppelt. Man muss das von sich stoßen. Du hattest damals doch recht, mein Sohn. Vater! Erinnerst du dich der Nacht, als ich dir zum ersten Mal begegnete? Eben damals hattest du recht. Dein Zorn, deine Rebellion waren berechtigt und berechtigt war dein Leiden. Es fällt schwer, dies zu bekennen. Doch ich sehe ringsum kein einziges Menschengesicht. Außer dem deinen Vater. Leider ist es so. Ich darf mich nicht länger betrügen. Unsere Macht ist illusorisch. Unsere Kräfte sind Scheinkräfte. Die Fundamente beben. Und Risse zeichnen sich in den Mauern des Gebäudes ab, das wir errichtet haben. Ein furchterregendes Gebäude. Zum Gefängnis und zur Leidensstätte haben wir die Welt gemacht. Aber das kann nicht dauern. Es muss zusammenbrechen, wenn nicht morgen, dann übermorgen. Die Katastrophe ist unausweichlich. Es gibt keinen Glauben mehr. Es gibt keine Hoffnung. Wir haben die Menschen zerbrochen. Wir haben ihren Geist und ihre Herzen vernichtet. Wir sind verhasst und verachtet. Nichts von diesem trüben Wahnsinn lässt sich retten. Man muss andere Wege zur Rettung suchen. Es ergibt sich für uns die dringende Notwendigkeit, selbst niederzureißen, was in Trümmer sinken muss. Du wirst unverzüglich eine entsprechende Verordnung niederschreiben müssen. Ich werde dir alles genau diktieren. Bist du bereit, mein Sohn? Beeile dich, wir haben immer weniger Zeit. Warum ist es hier so dunkel? Lass Kerzen bringen, Kerzen, 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 Kerzen. Wir haben leider über die ganze Welt Finsternis gebracht. Finsternis bedeckt die Erde. Man wird viel Licht brauchen.
Aber einstweilen müssen wir die wichtigsten Dinge regeln. Hast du alles vorbereitet? Ja, Vater. Also, schreib. Wir, Thomas Torquemada, nein, nein, ohne Titel, schreib keine Titel, das ist nicht mehr erforderlich. Schreib einfach, dass mit heutigem Tag, welchen Tag haben wir heute? Den 16. September, Vater. Dass am 16. September des Jahres 1498. Des Jahres 1498 die Heilige Inquisition aufgelöst wird. Wir schaffen sie ab und streichen sie durch. Und indem wir dies tun, widerrufen wir alle unsere Ungerechtigkeiten und Verbrechen, die wir in ihrem Namen begangen haben. Den Opfern unseres Handelns geben wir alle Rechte und Würden zurück, die Ermordeten. Rehabilitieren wir unsere Prozesse und Urteile, verlieren ihre Rechtskraft, weil sie falsch sind. Unterstreicht das, es ist besonders wichtig. Die Gefängnisse sollen geöffnet werden. Ich flehe dich an, Vater. Schweig! Du bist krank. Ruhe, mein Sohn. Ich begreife, dass du dir über die ungeheure Verantwortung klar werden musst, die von nun an auf dir lasten wird. Aber du kannst ihr nicht ausweichen. Das Schreiben über die Aufhebung der Heiligen Inquisition muss noch heute versandt werden. Es wird die Bedeutungskraft eines Dekrets haben. Darüber hinaus müssen wir so schnell wie möglich Thesen ausarbeiten, die unsere Entscheidung theoretisch begründen. Wenn wir wollen, dass die Lüge den menschlichen Geist im Wort nicht mehr vergiftet, dann müssen wir selbst aufhören zu lügen. Es gilt, die volle Wahrheit zu bekennen, auch wenn sie hart und schmerzlich ist. Wir dürfen nicht der Täuschung unterliegen, mein Sohn, als hätten wir einzig und ausschließlich in den Methoden unserer Amtshandlungen Fehler begangen, während wir in Wahrheit sogar die Menschenrechte außer Acht gelassen, ja, mit Füßen getreten haben. Wir werden Gewalt und Übermacht nicht beseitigen, wenn wir nicht gleichzeitig auch die Grundsätze beseitigen, die Gewalt und Übermacht hervorgerufen haben. Wir müssen also zu den Menschen gehen und ihnen offen sagen, dass der Glaube schlecht ist, der so furchtbare Verheerungen anzurichten vermochte. Schlecht und falsch ist dieser Glaube. Man muss alles tun, damit das Elend nicht bloß oberflächlich beseitigt werde, sondern mit der Wurzel herausgerissen und vernichtet. Es wird kein Königreich Gottes auf Erden geben. Vater, du redest im Fieber. Um also die Menschheit vor der völligen Vernichtung zu retten und sie für immer davor zu bewahren, dass sie in den Fluten der Unfreiheit, der Furcht, der Lüge und des Hasses versinke, müssen wir alles zerstören, was wir aus Verachtung des Menschen und aus trügerischen Hirngespinsten mit eigenen Händen errichtet und mit dem schlimmsten Unheil und den ärgsten Leiden der Menschen erkauft haben. Sicherlich wird sich daraus eine sehr große Verwirrung ergeben und es werden schwere Tage kommen. Nichtsdestoweniger müssen wir den Wahnsinn Wahnsinn nennen und die Falschheit als Falschheit bezeichnen, um uns vor noch ärgerem Übel zu retten. Mein Sohn, man wird lernen müssen, ohne Gott und ohne den Satan zu leben. Schweig, Vater! Ja, mein Sohn, es gibt sie nicht! Vater, ich flehe dich an, komm zur Besinnung.
Ich bin's, Diego. Hörst du mich? Ich höre dich, ich spreche ja zu dir. Doch unterbrich mich nicht. Bald sinkt die Nacht herab. Denke daran, du musst noch ein Dekret über die Aufhebung der Angst niederschreiben. Von heute an wird es keine Angst mehr auf Erden geben. Wir werden alles von Neuem beginnen. Nein, eigentlich wirst du es sein, mein Sohn, der den Anfang macht. Du bist blutjung, eifrig und rein. Hör auf, Vater, hörst du? Hör auf! Ich befehle es dir! Hörst du mich? Schweig! Diego? Schweig! Diego. Schweig! Schweig! Diego. Schweig! 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 Ciminosci Kriogemje. Finsternis bedeckt die Erde. Ein Radiostück von Jörg Jannings. Nach dem gleichnamigen Roman von Jerzy Andrzejewski. Musik: Peter Michael Hamel. Mit Peter Lühr als Tomás Torquemada. Frei Diego Manente, Gerd Warmeling. Frei Matteo Dara, Detlef Jakobsen. Lorenzo Perez, Hermann Lause. Padre della Cuesta, Heini Göbel. Orgel, Peter Michael Hamel. Gitarre, Reinbert Evers. Perkussion, Heinz Niemeyer. Unter Leitung von Peter Schwarz sang der Männerchor der Berliner Kapella. Regieassistenz, Ulrike Brinkmann, Christiane Ohaus. Schnitt, Christel Gebhardt. Ton: Klaus Krüger. Regie: Jörg Jannings.